Ich könnte natürlich hier auch eine komplette Baumplantage machen. Das heißt, wir pflanzen hier ganz sauber riesige Bäume hin. Ich probiere das jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, ob das so ist, ob das richtig ist. So. Falsch. Das noch weg. Dann machen wir hier mal. Ich würde sagen, hier unten machen wir Apfelbäume hin. Too close to another tree. Okay. Zack. Okay, die müssen zwei Felder Abstand dann immer haben. Okay, dann haben wir einen Apfelbaum. Da haben wir einen Pomegranate. Also hier kommen die Apfelbäume hin, hier kommt Pomegranate hin. Dann machen wir hier eine komplette Baumfarm einfach hin. Dann sollte das kein Thema mehr sein. So, was haben wir hier? Kirschen. Wild Plum. Ich dachte, das ist ein Pomegranate oder irgendwas. Brauche ich die Wild Plums nicht für irgendwas noch? Peach. Nee, Peaches brauche ich. Peach, Pomegranate, das haben wir. Apfelbaum haben wir auch. Sehr, sehr gut. Dann habe ich. Ach, ich wollte. Stimmt, ich wollte noch was gucken. Ich wollte die Tiere melken. Milk Pail. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. So, kann ich jetzt hier irgendwie. Milka is trying to sleep. Okay, es ist nichts, was ich irgendwie mit mir rumschleppe, ist irgendein Werkzeug, aber die Frage ist, ich kann das auch nicht abstellen. Das heißt. Okay, ich kann die praktisch nur melken, wenn sie nicht schlafen, also tagsüber. Interessant. Was haben wir hier? Habe ich die gestreichelt heute eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Also schön, dieses schwarze Dingens da. Ist auch sehr, sehr geil. Ach ja, ich habe das Zeug hier geholt. Ich bin ja doof. So, zack. Ich wollte die Bohnen übrigens pflanzen. Habe ich den Fertilizer dabei? Nein, habe ich nicht dabei. Habe ich. Die springen, glaube ich, auch nicht dabei. Hä? Was habe ich denn gemacht? Jetzt bin ich jetzt. Irgendwie bin ich gerade komplett verpeilt. Kann das sein? So, dann haben wir die drei Sprinkler hier mal. So. Die Geode schmeiße ich jetzt mal da rein einfach. Dann das Ei. Das kommt Zeug hier. Das kommt dahin. Zack. Hatte ich nicht noch irgendwas? Driftwood, genau, das hätte ich noch. Da schmeißen wir auch mal da rein. Keine Ahnung, was das ist. Wir werden es herausfinden, bestimmt. Das kommt da rein. Was? Das kommt hier hin. Ach so, das kommt nicht da rein, weil ich keinen Platz mehr habe. Verdammt. Das ist eine Frozen Geode, sowieso können wir eh kaputt machen. Kann ich mal die Geodes, nehme ich jetzt mal alle mit gleich. Ich weiß, ich habe sie gerade rein, aber nehme ich sie gleich wieder mit. Dann denke ich hoffentlich dran, dass wir die dann morgen einreißen. So, das kommt dahin. Die Cherries. Ich habe so. Ich brauche echt mehr Truhen. Ich brauche so viel mehr an Truhen einfach. Das ist unfassbar. So, die Skull Mask. Nein. Die Skull Mask kommt hier rein zur Ausrüstung. Das schmeißen wir hier hin. Den Ring schmeißen wir mal da rein. Das Holz schmeißen wir hier hin. So, dann haben wir das. Dann brauche ich die Bohnen. Und dann brauchen wir Fertilizer. Moment, Fische hatte ich doch auch jetzt ein paar. Ich habe doch ein paar Fische gefangen. 9:10 Uhr. Wir haben noch genügend Zeit. Das passt. So, Hering, Halibut. Das kommt her. Anchovies kriegen wir eh mehr als genug davon. Dann nehmen wir die Saplings hier. So, Quality Fertilizer. Dann nehmen wir den noch mit. Ich glaube, der Quality Fertilizer bringt viel, viel mehr als der normale. Aber er ist halt auch sakrisch teuer. Das muss man echt sagen. Er ist echt sakrisch teuer, weil du brauchst halt wirklich für den Quality Fertilizer immer Fische. Und das ist gar nicht mal so ohne eigentlich. So, zack. Dann
düngen wir das Ganze natürlich noch. Und dann pflanzen wir Bohnen. So, dann ist die Frage, ob ich alles gepflanzt habe. Das weiß ich nämlich gar nicht. Ich kann überhaupt nicht sagen, ob ich wirklich alles eingepflanzt habe, was es gibt. Da müssen wir jetzt außen drum laufen. So, Bohnen kommen auch immer, die spawnen auch immer regelmäßig, was sehr, sehr gut ist eigentlich. So, hier unten. Ach, das können wir auch schon. Oh Mann, das können wir auch schon alles einsammeln hier. Was ist das? Ach, Knoblauch. Cool. Ich nehme mal irgendwas, was kein Damage macht. Nur für den Fall, dass der jetzt hier Pflanzen zerstört. Das wäre nicht ganz so geil. So, na komm her. Ich muss echt sagen, ne, dieser ganze Ackerbau hier, der lohnt sich echt so ein bisschen, glaube ich. Ich glaube, das lohnt sich echt. So, haben wir noch irgendwas, was wir mitnehmen können? Nö, der Rest ist alles leer. Das heißt, jetzt pflanzen wir auf jeden Fall noch Garlic ein. Bisschen Zeit haben wir ja noch. Brauche ich Garlic? Brauche ich den für hier für irgendwas? Nee, ne, ich brauche hier keinen Garlic. Nein, nein. Nö, 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 nö. Fischtank, da brauche ich definitiv keinen Garlic dafür. Okay, ich brauche keinen Knoblauch. Dann mache ich jetzt mal Folgendes. Ich nehme den Knoblauch und verkaufe den komplett. Weil ich habe noch so viele Seeds hier von Garlic. Oder ich habe keine Seeds von Garlics. Rhabarber, die Plant ist in Spring. Okay, Garlic, das. Pflanzen wir mal Rhabarber. Ich weiß gar nicht, ob ich Rhabarber gepflanzt habe. Ich bin mir unschlüssig. Ich hätte mir vielleicht aufschreiben sollen, wo ich was gepflanzt habe. Das wäre schön gewesen. So, auf jeden Fall. Rhabarber-Seeds. Ich glaube, Rhabarber habe ich gepflanzt. Das müsste da hinten irgendwo sein. Aber ist egal. Wir nehmen einfach mehr Rhabarber. Ist kein Problem. Wir nutzen einfach die Fläche und die Nacht und alles komplett aus, dass wir das Zeug hier einpflanzen können. Gehen jetzt dann ins Bett. Und wir kriegen eh noch jede Menge davon, glaube ich. Also das sollte kein Thema sein. Wir müssen auf jeden Fall mehr Seeds kaufen dann. Nachdem wir jetzt halt einiges verkauft haben, sollten wir jetzt auch ordentlich Geld kriegen. Hoffe ich zumindest. Was wir dann definitiv nutzen werden, um, ja, um so ein bisschen neue Seeds zu kaufen. Das heißt, wir kaufen dann ich will noch auf jeden Fall in die Mine nochmal gehen. Ich will die Felder noch erweitern. Ich will viel, viel mehr an Feldern haben. Weil ich würde gerne in der Lage sein, wenn es zum Beispiel 10 Sorten gibt, dass wir von jeder Sorte 72 Stück anpflanzen können. Es wird zwar sakrisch teuer, aber dadurch kriegen wir auch viel, viel mehr Geld auf einmal. Wäre zumindest die Idee. Jetzt bin ich gespannt. Okay. Das ist nicht ganz so prickelnd hier vom Ertrag her, muss ich ehrlich sagen. Hm. Ich habe mir jetzt ein bisschen mehr erhofft, muss ich gestehen. Ha. Das ist jetzt eher ernüchternd. The Queen of Sauce. Greetings, it is I, the Queen of Sauce, here to teach you a new mouse-watering recipe for my secret cookbook. This week's dish? Pizza! There is a reason pizza is a timeless culinary classic. You've got an artisan golden brown crust, you've got a tangy garlic-infused marinara sauce, and you're topping it all with a mouse-watering three cheese blend. And we're just getting started. Let's throw some fresh pepper and tomato on the top. Oh my! You learned how to cook pizza. Geil. So, wie schaut's aus? The spirits are somewhat annoyed today. Luck will not be on your side. Wetterbericht. It's going to be clear and sunny all day. So, wo ist die Pizza? Pizza. Wet floor, tomato und cheese brauchen wir dafür. Geil. Root Splatter. Gibt's denn da eigentlich noch Cranberry Candy? Interessant. Plum Pudding. Artichoke Dip. Ich müsste echt mal mehr hiervon auch machen. Pumpkin Pie, Survival Burger, Omelette, Parsnip. Genau, Parsnip brauchen wir auf jeden Fall. Ich möchte auf jeden Fall von diesem ganzen Zeug
möchte ich echt viel auch auf Lager haben. Ich möchte echt von diesen ganzen Früchten viel auf Lager haben, dass wir auch diverse Sachen machen können einfach. Hey, I found this in a drawer somewhere. Thought you could use it. Pam. Battery Pack. Geil. Wir haben ein Battery Pack. So, kann ich jetzt mit dem Zeug hier... Kann mir jemand erklären, wie ich Milch bekomme? Kann mir das mal jemand erklären? Gather milk from your animals. Hä, aber wie? Ach, mit der linken Maustaste mache ich das. Okay. Du brauchst den Milcheimer. Milk, Milk heißt nur Milch. Alright. So, okay. Okay, sehr, sehr gut. Ich musste mit der linken Maustaste machen. Ich habe es aus Versehen mit der rechten Maustaste. Habe ich es gemacht, nicht mit der linken. So. Ja, danke dir, Cooper. Es ging nur darum, ich wusste nicht, welche Taste ich drücken muss. Das war das Problem. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Ich habe rechts gedrückt. Was doof ist. So, hier kann ich jetzt doch bestimmt... Ja, wir können Käse machen. Geil. Jetzt geht's ultra ab. Oh, schon wieder ein schwarzes Ei. Wie viele Hühner habe ich eigentlich gerade? 1, 2, 3, 4, 6... Sekunde mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich habe doch schon 8. 2, 4... Hä, der Ding kann doch nur acht Tiere haben, oder nicht? Ich, kann es sein, dass ich einen Fehler gemacht habe in dem Moment, wo ich das andere ausgebrütet habe? Kann es sein, dass ich einen Fehler gemacht habe? Bin mir unschlüssig. So, Milk. Milk brauchen wir dafür auch, aber nicht diese Milch, ne? So. Käse brauchen wir dafür. Juhu, dann haben wir das fertig. Also, hier brauchen wir noch Käse. Large Milk, genau. Da müssen die glücklicher sein. Dann geht das. Die großen Eier haben wir. Wool und Goat Milk. Wir brauchen auch noch Ziegen auf jeden Fall. Wir müssen noch so viel machen. Es gibt so viel zu tun und so wenig Zeit. So, das schwarze Ei schmeiße ich mal da rein. Die Milch schmeiße ich auch mal da rein. Von der würde ich nämlich gerne Käse machen. So, Battery Pack. Das schmeiße ich auch mal da rein einfach. Das auch wieder hier rein. Das daher. Das kommt weg. Dann brauchen wir das hier. Ha. Das Schlimme ist, logistisch gesehen ist es ein riesiger Aufwand. Ich hätte gerne jemanden, der sich darum kümmert. Ich hätte echt gerne jemanden, der sich um das ganze Zeug kümmert, dass ich es nicht machen muss, der so ein bisschen Farmmanagement betreibt. Versteht ihr? Dass ich mich halt um alles kümmern kann und die anderen, ne, ich mache halt dann mir einen faulen Lenz oder gehe in die Mine oder sonst irgendwas und jemand kümmert sich um die Felder. Das wäre echt cool. Und um die Tiere. Mann. Kann schon gar nicht mehr reden. Ist auch irgendwie echt schwül heute. Das Schlimme ist, es war jetzt die ganze Zeit, war es ja extrem warm. Dann hat es heute geregnet. Und das Tolle ist, wenn es dann regnet, dann ist es zwar im Moment relativ kühl, aber wenn sich das Ganze aufheizt, dann wird es sehr schnell sehr, sehr schwül. Und das habe ich gerade. Ich merke das nämlich richtig, wenn ich rede, dass ich echt so ein bisschen so immer so... So ein bisschen nach Luft japse. Weil so extrem schwül einfach ist. Darum werden wir heute auch nicht ganz so lange streamen, weil das werde ich echt nicht aushalten heute. Also das nur mal vorneweg kurz als Vorwarnung. Wir werden nicht ganz so lange machen. Das ist heute echt extrem warm. Was ist das denn? Neptunit haben wir, glaube ich, auch schon gefunden. So.
Dwarf Gadgets haben wir schon. Ah, das Dwarf Gadgets verkaufe ich jetzt. Das schenke ich mal dem anderen, dem komischen Zwerg. Mal gucken. Was geht mir gerade auch so? Ist so ätzend. Wie ein Fisch auf dem Trockenen. Ja, vor allem, du kriegst halt irgendwie. Es ist so, als hättest du halt den Kloß. Du kannst ja im Hals. Du kannst halt trinken bis zum Umfallen. Aber du hast halt irgendwie das Gefühl, dass du erstickst so ein bisschen. Und das ist so. Boah. Das ist so ätzend. Drum werde ich echt nicht lange machen. Ich wollte auf jeden Fall. Ich wollte streamen. Weil ich auch unbedingt Stardew Valley spielen will. Ich spiele es hier nur im Stream und ich warte schon immer eine Woche und es ist immer so, oh ja, Stardew Valley könnte ich mir stundenlang spielen, aber ist halt echt so ein bisschen, gerade vom Wetter her zumindest, ist es echt eine Katastrophe. Also ich würde am liebsten alle Fenster aufreißen, in den Kühlschrank gehen und dann Luftfeuchtigkeit 0%. Das ist echt so, also momentan ist es echt so ein bisschen, weiß ich nicht. Es ist ja drückend, heißt das dann. Drückend, schwül einfach. Ah, who's ni mus mi o homie? Ah, pull olai noch sein Namen nun. Mu oder nees du so olai ton min. Ich finde den kleinen Kerl. Ich finde ihn total putzig. Ich finde ihn total putzig. Das ist total geil, der Typ. Weil ich musste ohne Mist auch mit den Sätzen, die da dastehen, immer, ich übertreibe halt immer so ein bisschen, aber ich finde das so cool, weil das erinnert mich so an Rissen einfach, an die Gnome einfach. Das erinnert mich einfach daran, finde ich sehr, sehr cool. Muss ich sagen, finde ich mega geil. Und ich würde gerne wissen, was es mit dem auf sich hat. Der Cooper meinte mal in irgendeinem Stream, dass ich es rausfinden werde, was es mit dem auf sich hat. Ich bin gespannt. Ich möchte wissen, was der mir zu sagen hat. Weil der ist so, der ist irgendwie so knuffig, weiß ich nicht. Und darum mache ich dem auch einfach auch gerne Geschenke. Weil ich will, dass er mein Freund wird. Ich habe sonst keine Freunde hier. Ich habe nur meine Steine, meine Spitzhacke, meine Farm und meine Tiere, aber sonst habe ich hier nichts. Ich habe mich nie wirklich um die Einwohner hier gekümmert. Ja, und das müsste ich vielleicht mal tun langsam. Ja, ein Buch. You found a lost book. The library's collection has expanded. Ich frage mich übrigens, wie viele Bücher wir schon gefunden haben. Es gibt da nirgendwo einen Counter. Was ein bisschen doof ist, weil ich würde echt gerne wissen, wie viele Bücher wir schon haben. Dass ich halt so ein bisschen einen Anhaltspunkt bekomme. So, dann hätten wir das. Dann gehen wir wieder zurück. Okay, wir gehen mal zum Busstop. Huch, wollte ich gar nicht, habe mich verdrückt. Falsches Testchen. Ja, Käse ist fertig. Yes! Wo ist die Milch? Achso, eine kann ich wieder reintun. So. Und Mayonnaise ist fertig. Juhu. Nein, 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 nein. Oh, Gott sei Dank. Gerade noch rechtzeitig. So, wir haben Käse hergestellt. Sehr, was haben wir? Duck-Mayonnaise. Geil. Sehr, sehr cool. Dann machen wir mal zack. Zack, zack. Nee, den Käse verkaufe ich nicht. Was ist das hier eigentlich für ein Dingens? Was war das denn? Was konnte ich denn da machen? Seedmaker. Place crops inside to... Ach ja, da konnte ich Samen machen. Stimmt. Da konnte ich aus Früchten konnte ich Samen machen. Okay. So, Mayonnaise-Maschine. Cheese Press. Okay. Da bräuchte ich eigentlich auch noch eine zweite und eine dritte eigentlich, damit wir mehr Käse herstellen können. Dann habe ich genügend Eisen für... Nee, habe ich nicht. Schade. Zack. Den schmeißen... Nee, den Käse nicht. Das will ich reintun. Das will ich reintun. Den Käse nehmen wir mit. Kopper und alles schmeißen wir da hin. Irgendwas wollte ich doch jetzt noch mitnehmen, was ich vorhin vergessen habe. Genau, Parsnip wollte ich mitnehmen. Die Äpfel brauchen wir noch. Ich gebe kurz ins Community Center nämlich, damit ich das Zeug abgeben kann. Das schmeißen wir da rein. Das Zeug kommt da rein. Aha.
So, jetzt mal ganz kurz überlegen. So, mal 2 Sekunden überlegen. Das muss mal gestattet sein. Ich bin nämlich gerade echt, was wollte ich denn? Ja, ich wollte, habe ich Hardwood? Nee, ne? Hardwood. Kann ich den machen dann? Reicht das? 5 Hardwood, 10 Wood. Zack. Und wie viel Slime brauche ich? 10 Slime. So, dann machen wir das so. Zack. So, dann haben wir das. Dann die Parsnip und den Käse packe ich mir schon hin. Boah. Alter, ist das warm. Also, ne, wenn ich irgendwie so ein bisschen so stellenweise mal nichts sage oder so, dann ist es einfach, dass ich nach Luft japse. Also von daher, man sieht es mir bitte nach. Aber es ist extrem schwül, extrem drückend gerade. Das ist, macht's nicht angenehmer. Und, ja. Das ist echt irgendwie, keine Ahnung. Morgen soll es 10 Grad kühler werden. Da wird sich der Cooper freuen, weil der Cooper morgen wieder streamt. Aber momentan so... Bundle complete. So, was gibt's als Reward? Keck. Geil, wir können mehr Alkohol machen. So, Large Milk, Goat Milk und Wool. Dafür brauchen wir Schafe, beziehungsweise... ach man, das ist Large Goat Milk. Das ist Large Goat Milk, das bedeutet, wir werden eh noch länger warten müssen, weil dafür müssen die Kühe erstmal extrem gut gelaunt sein, dass sie das mitmachen. Das hier kriegen wir auf jeden Fall hin. Die Pflanzen haben wir bald fertig. Da fehlen, wie gesagt, brauchen wir noch 2-mal die Milch oder halt Wolle, aber das kriegen wir noch nicht, weil wir die Dinger noch nicht haben. Weil wir da die Teile noch nicht haben. Die Fische. Genau, ich wollte fischen. Der Pufferfisch. Jetzt mal ganz im Ernst, ne? Dieser Pufferfisch. Der geht mir echt auf den Keks. Wenn die eine nette Dame diesen Pufferfisch wieder zu verkaufen hat, werde ich ihn kaufen. Das geht mir nämlich echt auf den Keks jetzt gerade. Weil ich nicht weiß, wo es den gibt. So, jetzt gehe ich hier ein bisschen angeln. Ich weiß nicht, wo es die ganzen Fische gibt. Ich brauche einen Katzenfisch, ich brauche einen Sunfisch. Den Sunfisch müsste es hier, glaube ich, irgendwo geben. Da habe ich immer mehr als genug gefunden eigentlich. Die habe ich nur alle verkauft, weil ich da nicht geschalten habe. Aber wo es die ganzen anderen Fische gibt, ich habe keine Ahnung. Ich könnte mir vorstellen, dass es die im Frühling und Sommer, dass es da Katzenfische gibt. Wo auch immer die es dann hier gibt. Smallmouth Bass, aha. Cool. Verkauft der Angeltyp nicht auch Pufferfisch? Ich weiß es nicht. Die eine Händlerin mit dem, mit diesem Wagen, die verkauft ab und an einen. Ich habe ihn das letzte Mal nur nicht gekauft, weil er mir zu teuer war. Und ich dachte, wir finden halt in der Wüste oder irgendwo passen diesen Fisch. Aber offenbar nicht. Also ich weiß nicht, wo es den gibt. Was natürlich doof ist. Weil ich hätte natürlich ihn gerne, weil ich endlich mal das Community Center abschließen will. Gar nicht mal so sehr, damit das durch ist, sondern ich würde sehr, sehr gerne wissen, wie es da weitergeht. Was dann passiert, wenn wir es abschließen. Da warte ich schon seitdem wir das erste Mal da ein Ding unlocked haben, warte ich drauf, was da alles noch kommt. Smallmouth Bass. Toll. Gibt es hier nur Smallmouth Bass. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Ah, so viel kann man gar nicht trinken. Wie man bräuchte, um vernünftig reden zu können. Sunfish! Yeah, wir haben den Sunfish. Sehr, sehr gut. Eigentlich müsste ich jetzt von früh bis spät, ne, wenn man es richtig machen möchte, müsste ich von früh bis spät hier angeln, am See angeln und im Meer angeln, damit ich alle Fische kriege und das Ganze dann nochmal, auch wenn es Richtung, wenn es dann regnet, das Ganze machen. Das ist eigentlich das, was man machen muss, damit man 100% weiß, okay, wo gibt's welchen Fisch. Und das wird leider aber sicher, wir haben 124 Köder, das wird leider auf uns zukommen. Ich werde es leider machen müssen. Wie gesagt, ich möchte mich nicht spoilern. Ich möchte nicht ins Wiki gucken, um herauszufinden, wo es was gibt. Drum werde ich da
Auch in der Wüste werden wir, wenn es regnet, wenn es normales Wetter ist, werden wir hingehen und werden einfach angeln an diesem kleinen See, den es da gibt. Wie gesagt, ich möchte da nicht ins Wiki gucken. Auch wenn es nicht wirklich dann spoilern ist in dem Moment, die wird jetzt gleich sauer, weil wir im Weg stehen. Genau. Jetzt läuft sie dann vorbei. Genau, ist komplett sauer, weil wir im Weg gestanden sind. Ich möchte mich da wirklich nicht spoilern. Also für alle, ne, die keine Geduld haben, gerne bei den Angelszenen immer gerne vorspulen dann auf YouTube, die auf Twitch, die müssen leider mein Gequatsche, mein Gebrabbel dann in der Zeit ertragen. Für die auf YouTube, ihr könnt gerne vorspulen. Aber es ist halt einfach, es gehört nun mal zu dem Spiel dazu und darum werde ich das machen. Ich bitte um Nachsicht. Oh, das war knapp. Bream. Juhu. Oh, das ging fix. Ich bin mal gespannt, ob wir jetzt auch hier so gleich so einen Kamikaze-Fisch bekommen. Irgendwas Spezielles oder so, keine Ahnung. Ich möchte auf jeden Fall mit diesem kleinen See, da wo wir praktisch hinten dann sind, wo die Slimes immer rumlaufen und so weiter, da möchte ich morgen auf jeden Fall hingehen, möchte da mal angeln, weil ich, wie gesagt, ich möchte mal schauen, was es da noch für Fische gibt. Wir haben das ja erst im Herbst oder Winter, haben wir das ja erst gefunden, dass es da überhaupt was gibt. Und da schauen wir mal. Vielleicht gibt es ja da das ein oder andere Special-Ding jetzt noch. Ich weiß auch nicht, ob das hier als Fluss zählt, was da hinten dann das zählt beim bei der Abenteurer gilt, dass hier dieser See. Ob das hier als Fluss zählt, das andere als See, ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich null Plan. Das erschließt sich mir alles noch nicht so hundertprozentig. Wenn man es mal weiß, wo es wann welche Fische gibt und welche Uhrzeit bei welchem Wetter, dann ist es einfach. Aber ich glaube auch nicht, dass man sich es komplett merken kann. Also wenn ich den Fisch mal gefunden habe, dann ist es kein Problem, weil dann kann ich auch, dann würde ich auch ins Wiki reingucken zum Beispiel. Aber solange ich nicht weiß oder solange ich noch keinen Fisch gefangen habe von diesem Typ, dann werde ich auch nicht ins Wiki gucken. Weil das finde ich einfach dann, ja, das nimmt auch so ein bisschen die Spannung nicht, aber es nimmt so ein bisschen dieses Erkunden, was ich in Spielen eigentlich sehr, sehr gerne mache. Also ich erkunde in Spielen sehr, sehr gerne. Na toll, jetzt ist er nach oben geflutscht, dann hätte ich auch einen perfekten gehabt. Mann. Aha, Köder, sehr gut. Nehme ich natürlich gerne mit. Das Fishing Tackle ist bald worn out. Das ist nicht so geil. Okay, ich glaube, hier gibt es dann nur noch die Bream. Oder Bream, wie man es ausspricht, keine Ahnung. Wenn ich jetzt da hochlaufe, dann müsste ich... Ja. Ja. Jo, ja. Ihr Schweine! Ihr habt mein Leben fast zerstört. Haben sie wirklich fast. Es war nicht extrem langweilig, der Job, den wir hatten. Na, stell dir mal vor, du hockst den ganzen Tag nur von deinem Monitor, machst nur irgendwelche... Keine Ahnung. Also es gibt ja wirklich Jobs, wo du wirklich den ganzen Tag nur irgendwelche Arbeit machst, die so monoton ist, wo du keine Abwechslung hast. Boah. Ungefähr so war das bei dem Joja Market. Das war genau das Gleiche. Wir saßen halt da. Und drum sind wir ja in Richtung Bullhead. Drum sind wir ja dann hier auf die Farm gegangen, weil wir einfach nicht mehr konnten. Weil hier hat man ein bisschen körperliche Arbeit, man ist in der frischen Luft, man hat nette Leute und hat auch relativ schönes Wetter eigentlich. Von daher kann ich das durchaus verstehen, dass man da weg wollte. Also einen eintönigen Job, das stelle ich mir echt ätzend vor. Und ich weiß, wovon ich da spreche. Zum Beispiel mein jetziger Job, ne? Da ist immer irgendwas Neues. Man hat immer irgendwas Neues und so weiter. Das kein Tag so wirklich wie der andere. Und das macht dann auch, das macht mega viel Spaß. Du hast super nette Kollegen. Du hast oftmals super nette Kunden, mit denen man sich super versteht. Aber mein alter Job zum Beispiel, das war eigentlich sehr, sehr oft immer dasselbe. Und da ist dann so, da ist dann irgendwann ist dann auch so die Luft raus, weil dann hast du nicht dieses, na, es ist ja heutzutage immer so, du hast diesen Punkt Burnout zum Beispiel, ne?
Heute haben wir sehr, sehr viele, haben wir ja ihren Burnout und so weiter, was ja auch bei vielen oder bei den meisten auch wirklich sein kann, weil sie sich wirklich komplett überarbeiten etc. Die es auch einfach übertreiben. Da bin ich auch so gerne dann meistens ein Kandidat, der es einfach gerne übertreibt. Ne? Dann machst du hier noch die Streams und dann hier noch da noch eine Aufnahme und dann hier noch nebenbei noch Arbeit und hier und pipapo und tralala. Was ja aber auch wieder Spaß macht. Ich finde hier bei so Spielen wie Stardew Valley und so, da kann man auch schön abschalten dann.